funktioniert. Biergarten hört sich ja schon mal fein an. Fein. Schön, mal so eine Low-Bugger-Runde. Wie mache ich das hier? Einsatz, aha. Korrekt. Geht's hier schon los fleißig. Ich frage mich eh, was da momentan los ist. Hier auch wieder mit den Kuchenkindern alle schön am Disliken und so drücken. Ich weiß nicht, was das habt ihr ja schon in den Titel gesehen. Drückt einfach ruhig weiter auf Dislike, das macht am meisten Spaß, Leute. So werden die Videos auch schön gerankt und dann können wir unsere Klicks und so unsere Abos auch weiterhin erzielen. Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Ja, was macht denn dieses Spiel hier? Ein mageres Mindestspiel an. Kennt ihr diese Kuchenkinder? Einfach ständig. Also gut, Skater gibt es auch. Drei Stück brauche ich von denen. Ständig diese Kuchenkinder am Start. Leute, das wird schon echt peinlich. Was kann man denn hier machen? Hier kann man ja auch eine Leiter machen. Okay, hier gibt es auch eine Leiter. 160 Leiter, Wahnsinn. Wie gesagt, das ist nicht meine Kiste hier. Kann man ja nicht. Lungen, kriegt man ja Schock. Schock seines Lebens, ja. Ja, mal Ruhe zu lernen, Kiste. Heftig, diese scheiß Buchereien, ne, Leute. Heftig. Ja, ich habe da glaube ich auch noch ein paar alte Szenen, die würde ich euch auch mit in dieses Video reinpacken, ist mir egal, drückt von mir also auf Dislike, das ist das Beste, was mir passieren kann. Wisst ihr ja selber, Leute, nur Hunde, Kinder spielen, drücken auf Dislike und spielen einen auf cool. Ehre genommen! Natürlich nicht. Ja, spielen wir einfach mal eine Runde Lowbugger 10 Cent. Gucken wir, was die gute alte Triple Shades macht. Machen wir mal hier Future 10 Cent. Vielleicht kommt ja irgendwas. Ja, sieht man die Leiter gut. Schade, da war der Geier wieder in mir. Kennt ihr ja. Alles oder nichts, entweder die 140 oder nicht. Ja, aber schön, jetzt zeigt ihr wieder ein paar Bildchen. Das ist ja schon mal interessant. Manchmal hast du ja 5 Euro, schmeißt da rein, passiert gar nichts. Siehst nicht ein Bild manchmal. War schon das höchste der Gefühle, was ihr hier machen konnte. Das war's schon wieder. Vielleicht gehen wir dann noch in einen anderen Bude rein. Gucken wir mal. Ansonsten viel Spaß mit den alten Szenen noch. Wie gesagt, alte Szenen, aber die habe ich euch noch nicht gezeigt, meine Freunde. Juhu. Ja, viel zu erzählen haben wir eigentlich nicht. Deshalb brauchen wir nicht. Schauen wir mal hier nochmal eine Low-Bugget-Runde. Thank you.
Ja, seht ihr, 2 Euro rein, nicht ein Bild gesehen. So kann's gehen. Das meinte ich, 5 Euro rein, das war schon eine echte Hilfswelle für die 20er. Hätte man wieder nehmen müssen, wa? Hater-Kommentare natürlich erwünscht. Okay. Ich werde noch 2 Euro in die andere Kiste rein. Jetzt habt ihr mich vorgestellt im Spiegel gesehen. Risiko, aber eigentlich nicht. Gibt's nicht. Sagte noch, in die falsche Richtung gehst du. Nein, in die richtige Richtung mit dem Laubarit. Yeah, yeah. So, wir hatten ja hier noch ein paar Abo-Wünsche. Allerdings weiß ich nicht mehr, was das alles war. Und ich glaube, auf der Kiste sind auch nicht viele Spiele drauf. Kiste sind eigentlich so gut wie gar keine Spiele drauf, die sich gewünscht worden sind. Das ist natürlich mies. Ich muss mal gucken hier. Ich habe hier leider bei dieser Kiste.
jetzt keine Spiele, die sich in den Abo-Wünschen gewünscht worden sind. Achso, der Hund, sehr, sehr schade. Hast du das noch nie gesehen oder was? Nur eine Rolle, aber jetzt bin ich da ein bisschen los. Das ist schon traurig, ja. Wieso? Tja. Weil sie keine anderen Hobbys haben? Ey, Digga, ich kann mich nicht entscheiden, Alter. Ich hab hier kein Spiel, was in den Abo-Wünschen sich gewünscht worden ist. Ich hab auf 23 gesetzt, ne? Guck mal, was rauskommt. Ja. 50 Cent auf 23, ja. Inshallah, heute nicht. Ja, Leute, da kann ich nichts ändern. Ich muss mal hier irgendwas anderes spielen, da die keine Abo-Wünsche spielbar sind auf dieser Dreckskiste. Ja, machen wir mal hier Dragon's Treasure auf 60 Cent ein bisschen. Nein, scheiß auf Roulette. Doch, Bruder, mach Roulette, bloß einsetzen und verdoppeln. Nein. 2x5er. Scheiß auf Roulette. 2x5er, dann machst du Karte. Oh, und dann gibt er mir gar nichts. So welche Low-Buggets einsätze bringen gar nichts. Guck mal, ich habe hier 15 Euro, 18 Euro Geld. Das hätte ich eigentlich auf Karte 2 Karten machen können, da wäre ich direkt auf 140 wieder gewesen. Ja. Ja, aber ich habe jetzt nicht gesehen, weil das so schnell kam. Und weil wir gelabert haben. Du direkt verballern bis auf 3 Euro. Und dann kannst du links 150 Stacken rausholen. Nee, ich will ein bisschen zocken für die Leute, für die Gang, weißt du doch. Die Leute wollen ein bisschen Spieler sehen. Wir wollen extra, dass wir weiter spielen. Machen wir noch ein paar Runden, ja. Als Spitze, dafür noch. Nur mein Hinterbuch. Also, da muss ich ein bisschen nach hinten gehen, habe ich ja ganz vergessen. Ja. Das kann man ja nicht alles aufnehmen. Mal gucken, wie schnell das ich auch baut, ob Teufel kommt oder nicht. Ja, nur Geld am Fressen. Ja. Was ist denn? Wo seid ihr denn? Ja, aber ihr braucht doch keine 40 Minuten dahin, Mann. Ja. Dann machen wir mal 2 Karten. Mhm. Ah ne, die 2 Karten bringen gar nichts. Ha. Mach doch. Nein, das bringt nichts, Alter. Ah doch. Mach. Ja, ist korrekt, hat sich gelohnt. Machen wir noch ein bisschen. Diese Spiele sind alle so unerwartet gekommen, die hier gibt es nicht mal Risiko, nix, Alter, was die Leute sich gewünscht haben. Das ist echt traurig. Ja, was sollen wir da machen? Was sollen wir da machen? Irgendwas zocken, Alter. Mach Roulette. Jetzt hör auf mit deinem Roulette, Mann, nervt die Leute nicht. Oder setz auf 23. Ich hab, weißt du was? Ich hab schon lange kein Joker's Cap mehr gesehen. Ja. Vielleicht kommt ja eine coole Kappe. Auf 1 Euro. Und wahrscheinlich nicht mal eine Kappe kommen. Jetzt bei den 10 Tacken, Alter. Wahnsinn. Mach 14 Meter. 14 Meter. Na, 50 Cent, 10 Drehungen. Komm, 5,7er. Ja, ja. Voll weiter.
Komm, gar nichts, nicht mal ein Bild. Ja, das war das höchste der Gefühle, diese 140er Leiter. Einmal hochdrücken, Digga, Alter. Siehst du, ich nehme das lieber mit und verarschwiede mich davon. Je bis zum nächsten Mal. Ah, Leute, manchmal ist echt verhext mit der Zockerei. Seht ihr selber, in der einen Kiste 5,50 Euro, siehst du drei Bilder, vier Bilder. Eine Kiste geht auf 20 Euro hoch. Das war's dann. Und die anderen Kisten habt ihr gesehen. War wieder ein mageres Spiel. Aber naja, was wollen wir machen? So ist das im Leben, ne? Mit der Zockerei. Egal, ich gehe mal jetzt hier noch in eine andere Bude rein. Schaue ich mal, was da noch so los ist. Und dann ein bisschen Risiko zocken vielleicht. Und dann abheben, ey. Was Mittagessen oder was, ey. Fangen wir schon an hier, wie diese gewissen anderen Leute. Schon morgens anderen zocken, ja. Schlimm, Leute. Macht es auf jeden Fall nicht nach. Spielsucht ist ein ernstes Thema. Spielsucht ist das schlechteste Thema, was es überhaupt gibt. Die verzockte Familien und alles andere.